So, wir sind jetzt in Goldtal angekommen und scheinbar ja, scheinbar haben wir eine Karte der Stadt. Straße nach Osten, Straße nach Westen, Straße nach Süden. Tempel, Windmühle, Schmiede Schwarzhammer, Gasthaus zum schwarzen Hund. Dort sollten wir dann also zuerst mal nachgucken. Tagebuch wurde aktualisiert. Goldtal. Ich habe das Talholz erreicht. Das Dorf Goldtal liegt direkt vor mir. Endlich habe ich Goldtal erreicht. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Ja, Gold. Ach du meine Güte. Heilige Scheiße. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau wie das desolate Dorf hinter ihm ist. Er mustert dich mit eingesunkenen, leblosen Augen. Du musst einer der neuen Siedler sein. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen. Willkommen in Goldtal. Bestimmt wird es dich freuen, dass hier erst kürzlich ein paar Stellen frei geworden sind. Er starrt auf das knorrige, blattlose Monstrum vom Baum neben ihm. Ich könnte mir das Angebot des Fürstens nochmal durch den Kopf gehen. Heißt du alle auf diese Weise willkommen? Die einzige Antwort ist das Gebrummen der Fliegen am Baum. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? Sein Blick wendet sich wieder zu dir. Natürlich müssen wir zuerst einige Erkundigungen einziehen. Der unschätzbare Fürst Redderwick, der Siebte, hat große Mühen auf sich genommen, um unser Dorf vor Weidwens Vermächtnis zu isolieren. Er schätzt dich über halbmondförmige Augenlider ab und kratzt dich am Kinn. Hast du schon mal ein Hohlgeborenes gezeugt? Von was redest du da? Ein Kind, born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. Natürlich von einem Kind, das ohne Seele geboren würde. Fürst Frederick hat die Tilgung dieser Geisel aus unserem Dorf zur obersten Priorität gemacht. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans and those who would hide a curse in our midst. Ich sollte dich warnen, Fremder. Hier in Goldtal haben wir einen besonderen Ort für Dissidenten, Scharlatane und jene, die einen Fluch unter uns verbergen würden. Er geht zur Seite, neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. Okay. His Lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then. After the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Die Geburt des Kindes seiner Herrschaft steht unmittelbar bevor. Ohne seine Genehmigung werde ich nicht in der Lage sein, dir eine permanente Bleibe zu finden. Das wird bis nach der Geburt warten müssen. Er verschränkt die Arme. Nachdem die Glocken von Redericks Festung die Geburt des neuen Erben meines Fürsten verkündet haben, können wir unsere Unterredung fortsetzen? Der kriegt garantiert zu den Hohlgeborenen. In der Zwischenzeit kannst du vorübergehend in der Schenke gleich südwestlich von hier unterkommen. Das würde ich sogar zutrauen. Also, was können wir ihm sagen? Seit einem knapp überlebten Aufeinandertreffen mit einem Biawak fühle ich mich merkwürdig. Ob es wohl jemanden im Dorf gibt, der mir helfen könnte? Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all.
Der Magistrat wirft die Stirn in Falten. Was auch immer dein Problem ist, es klingt nach einer Angelegenheit für einen Beseeler. Die einzige Vertreterin dieser Zunft in Goldtal ist aber nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er deutet auf eine vom Baum hängende Leiche. Er lächelt höhnisch. Du solltest dich glücklich schätzen, nachdem sie Fürst Retterich getäuscht hatte, sorgten wir dafür, dass sie nicht vom fälschlich in sie gesetzten Vertrauen anderer profitieren würde. Eine falsche Heilung ist schlimmer als gar keine. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Ah, falls du erpicht darauf bist, eine Flasche voll Trollpisse oder ein Steinchen toten Adra zu finden, um dir damit die Stirn einzureiben, so kannst du gerne ihre Taschen durchsuchen. Wenn man nach Scheiße gräbt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. Ziemlich direkter Text. An deiner Stelle würde ich mich aber freuen, dass mir die Flucht gelungen ist und es dabei zu belassen. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtal unsere Regeln und Risiken kennt. Klingt sehr erbauend. Sagtest vorher etwas von Wohlgeboten und Weidwinds Vermächtnis? Er blinzelt. Manchmal vergesse ich, dass ihr Ausländer diese Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeborenen sind jetzt schon seit fast 15 Jahren die Geißel des Dirrwalds. Er senkt seine Stimme und flüstert nur noch, ohne Seelen geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf. Bemitleidenswerte dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit. Manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Er hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begann, etablierte sich die Bezeichnung Weidwets Vermächtnis zu Ehren dieses üblen, gotteslästerischen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Aha. Die Dekrete vom Fürst Redrick können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Bevor ich hierher kam, sah ich in der Nähe von Ruinen mehrere Leute eine merkwürdige Zeremonie ausführen. Er sieht dich vorsichtig an. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in engvitalische Ruinen ist illegal und das ist abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Berat, hab Gnade, das haben wir wirklich. Vielleicht, das glaube ich nicht. Kaum waren sie damit fertig, gab es einen Biawak. Er poliert seine Augengläser an seinem Ärmel. Wenn du einem Biawak so nahe gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Auf Wiedersehen. Urgrat knickt kurz, bleibt weg von. Listen. Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. Was? It seems your arrival is ill-timed. Urgard blickt mit undurchschaubarem Gesichtsausdruck nach Osten, blinzelt kurz und wendet seine Aufmerksamkeit dann wieder dir zu. Anscheinend kommt deine Ankunft zur größten Unzeit. Three bells toll, only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. Drei Glocken. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Drei Glocken schlagen nur für den Drei Glocken schlagen nur für den Tod eines Redrick. Ich fürchte, dass Redricks Erbe verloren ist oder aber ein Hohlgeborenes und damit gleichermaßen verloren. Eine merkwürdige Zuckung zieht sich über sein Gesicht und seine Mundwinkel verziehen sie zu einem freudlosen Lächeln. Du solltest vorsichtig vorgehen, die Umstände haben sich erheblich geändert. Bedrohe mich nicht, kleiner Mann. Ich bin als Zwergleiter kleiner. Was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vermächtnis hat Goldtal mitten ins Herz getroffen.
Unsere Bemühungen, uns in Berats Augen reinzuwaschen, müssen verdoppelt werden. Er richtet seinen festen Blick auf dich. Was ist passiert? Er zuckt mit seiner knochigen Schulter. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen. Vielleicht sogar die Launen der Geburt. Wie auch immer, das betrifft nicht dich. Bedroh mich nicht, kleiner Mann. Er schüttelt ungerührt den Kopf. Oh, das ist keine Drohung, nur eine Warnung. Fürst Redrick wird keine Bedrohungen der Seinen oder der Bewohner seiner Lande tolerieren. Und seine Trauer wird ihn kaum sanftmütiger machen. Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nicht sicher. Du solltest dich etwas ausruhen in der Schenke. Oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm danach wieder zu mir. Ich werde schon früh genug mehr wissen. Leb wohl. Wir wollen eigentlich gar nicht wirklich lange bleiben. So, wir haben Goldtal abgeschlossen. Magistrat Urgard schlug mir vor, in der Schenke abzusteigen, während er für mich nach einer eigenen Unterkunft sucht. Alles hier ist im Stillstand, während er auf Neuigkeiten über Fürst Redricks Baby wartet. Anscheinend bleibt mir kaum etwas anderes übrig, als abzuwarten. Okay. Nachdem ich eine Explosion außerhalb der Ruinen von Zilandlis überlebte, bekam ich eine Vision. Seit dieser Zeit höre ich Geräusche aus dem Nichts und sehe Dinge, die nicht da sind. Ja, eingebildete Menschen und so weiter. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen getroffen hatte, ja. Der Magistrat hat mir geraten, etwas auszuruhen, während ich auf eine dauerhafte Unterkunft warte. Vielleicht ist das auch das Beste, um dieser Krankheit ein Ende zu setzen. Also ja. Wir könnten hier die Ruinen runter. Wir können uns den Baum ansehen. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperlen, verwelkende Blumen und von Regen teils verwaschene Notizen herum. Da läuft ein Kind rum und da haben wir Blutmus an den Mauern. Gut. Er hier scheint wichtig zu sein. Hast du diesen Baum nach jemandem gesucht? Ich könnte euch einander vorstellen. Ich suche nach irgendjemand, mit dem ich mich besser fühlen kann. Komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Er schaut den Baum und atmet aus. Sieht so aus, als ob die Hälfte des Dorfes jetzt da oben im Baum würde. Gibt kaum Worte, um das Gebühren zu beschreiben. Ich suche nach jemandem, mit dem ich mich besser fühlen kann. Er nickt dir verständnisvoll zu, während er einen langen Zug aus seiner Pfeife nimmt. Mein Beileid. Er atmet aus, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und beobachtet das Dorf um sich herum. Also da er schon mal ein Porträt hat, glaube ich, dass er nicht so unwichtig ist. Jetzt muss es einfach schlechter werden. Okay, Dörfler. Sei nicht töricht. Schlechter kann es doch gar nicht mehr kommen. Gut. Wir wollen allerdings die Schenke. Alot, du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und eine hackende Geste lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt erhebt die Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elfen schließen. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Ich wollte niemanden beleidigen. Lasst uns die Angelegenheit doch bei einer Runde Met beilegen. Geht auf mich. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Die anderen Gestalten, Männer aus dem Volk und eine Elfe, sehen nicht gerade überzeugt aus. Die Frau verschenkt die Arme. Aha, willst du unseren Stolz wohl mit ein paar italienischen Kupferstücken beschwichtigen? Sie spuckt auf seine Füße. Wir brauchen dein Geld nicht. Hagrim ist ja eigentlich einer von der Zurück... Ja, eigentlich Hagrim. Ich habe Hagrim noch nie beschrieben, weil ich den nie wirklich in Let's Plays verwendet habe. Hagrim ist eigentlich A. mürrisch, B. muss er sich eigentlich fast überall einmischen, wenn er sich einmischen kann, C. wenn man ihn beleidigt, wird er grantig,